Jeder von uns hat schon mal das Wort Geriatrie gehört. Aber wissen Sie auch, was Geriatrie bedeutet? Viele werden jetzt vielleicht mit dem Kopf schütteln. Was liegt da also näher, als sich die Erklärung bei einem Fachmann zu holen? Mein Name ist Christian Beers, Leiter der Abteilung Marketing und Unternehmenskommunikation der katholischen Kliniken im Märkischen Kreis und des katholischen Krankenhauses Hagen. Zum Thema Geriatrie habe ich mich mit dem Chefarzt der Geriatrie des katholischen Krankenhauses Hagen, Dr. Andreas Backes, getroffen. Seine Abteilung im St. Josephs Hospital in Hagen genießt einen hervorragenden Ruf. Auf geht's! Ich hab verschiedene Fragen gesammelt, die Leute interessieren. Okay. Und da war eine bei, wo viele mich die Fragen angeguckt haben. Was ist Geriatrie? Was bedeutet Geriatrie? Ja, Geriatrie, das jetzt so direkt zu beantworten, ist ja nicht ganz so einfach. Per Definition ist Geriatrie innere Medizin beim älteren Menschen. Aber wir machen eigentlich viel mehr. Wir behandeln halt nicht nur internistisch unsere Patienten, sondern wir übernehmen ja Patienten aus allen möglichen Fachrichtungen, aus operativen Abteilungen. Und das Ziel der Geriatrie ist tatsächlich, den älteren Menschen in seiner Gesamtheit zu sehen und dann so zu behandeln, dass er möglichst wieder nach Hause kann. Das ist eigentlich die Hauptidee. Also Patienten, die ihr Alter haben, die mein Alter haben und mit einer Pneumonie ins Krankenhaus kommen, die werden ein paar Tage antibiotisch behandelt und gehen dann wieder nach Hause. Das funktioniert aber im älteren Menschen nicht. Ein älterer Mensch, der einen akuten, schweren Infekt hinter sich hatte, der kann nicht einfach so wieder nach Hause, der kann nicht richtig essen, der ist wahrscheinlich innerhalb der paar Tagen, die er bettlägerig war, deutlich kraftloser geworden, der kommt zu Hause nicht mehr die Treppen hoch. Und da setzt die Geriatrie tatsächlich an, dass er sagt, okay, wir machen eben nicht nur die reine Infektbehandlung, sondern wir gucken, wo bestehen noch Defizite bei den Patienten. Und das große Therapeutenteam, was wir mit in der Geriatrie haben, die gucken dann, müssen wir die Beinkraft stärken, müssen wir ergotherapeutisch irgendwie arbeiten, um die Patienten zu verbessern. An welcher Stelle ist der Hauptbedarf, der den Patienten hindert, wieder zurück in die Häuslichkeit zu kommen? Das ist also das große Thema, die Patienten möglichst wieder nach Hause zu bekommen. Sehen Sie, dann haben Sie mir das Ziel schon vorweggenommen. Das war nämlich auch eine Frage. Was ist genau das Ziel der Geriatrie? Wir übernehmen unsere Patienten aus vielen verschiedenen Abteilungen, auch aus vielen operativen Abteilungen, weil halt nach einer größeren Operation bei einem Patienten, ich sag mal, ein großer Körperknochen ist gebrochen worden, weil er gestürzt ist, sich ja auch die Frage stellt, warum ist der Patient denn gestürzt? Oder nach der Operation hat er gegebenenfalls noch andere Probleme. Es besteht vielleicht eine Herzschwäche mit einer Überwässerung. Alle diese Dinge müssen noch behandelt werden und das machen wir dann quasi in der Geriatrie. Geriatrie ist letztlich ein großes Querschnittsfach, wo nicht nur die innere Medizin eine Rolle spielt, sondern wir machen genauso Wundbehandlung. Wir haben Patienten mit neurologischen Defiziten. Wir nehmen uns die Freiheit, konsiliarisch Augenärzte, Ohrenärzte und alle dazu zu holen, um ein möglichst gutes Ergebnis für unseren Patienten zu bekommen. Es gibt Patienten, die gehen dann mit einem Pflegedienst nach Hause. Es gibt Patienten, die haben vielleicht sogar eine Haushaltshilfe zu Hause, die ihnen helfen oder Verwandte, die helfen. Es gibt auch durchaus Patienten, die es dann eben nicht schaffen, die nochmal in eine Reha gehen und da noch weiter aufgebaut werden. Also das Outcome aus der Geriatrie ist ganz unterschiedlich. Fakt ist aber, nach der 3- bis 5-tägigen Behandlung in einer inneren ist ein älterer Patient noch nicht so fit, alleine wieder zu Hause zurechtzukommen. Und dieses Faktum haben auch die Kostenträger eingesehen. Deshalb haben wir einfach viel mehr Zeit, unseren Patienten zu behandeln. Ich sag mal, wenn in der allgemeinen Inneren eine Pneumonie in 5 bis 7 Tagen behandelt sein muss, haben wir 14, 15, 16 Tage. Wir haben deutlich mehr Zeit, mit dem Patienten zu arbeiten, zu gucken, dass er wieder Muskelkraft aufbaut, dass er ausreichend isst. Was ja sowieso meines Erachtens nach die beiden wichtigsten Punkte sind, ne? Dass sich Patienten wieder bewegen können und dass sie ausreichend essen. Schöner Ansatz. Ich denke aber, das braucht der ältere Patient ja auch im Gegensatz zu einem jungen Patienten. Die Muskulatur muss erhalten bleiben, damit der Patient in der Lage ist, weiter aktiv am Leben teilzunehmen. Und das ist leicht gesagt, auch leicht diagnostiziert, aber schwer behandelt, ne? Weil letztlich ausreichendes Essen und ausreichendes Bewegen, also die beiden Grundvoraussetzungen für Muskelerhalt und Muskelwachstum, halt im Alter halt so schwer sind und auch den Patienten so schwer fallen. Ich denke, dass die Geriatrie wirklich ein wunderschönes Beispiel dafür, dieses Wort, was immer benutzt wird, das Ganzheitliche zu betrachten.
Ja, das Ganzheitliche, wie gesagt, es reicht im Alter eben nicht, wie es beim jüngeren Patienten möglich ist, nur das einzelne Symptom, nur die einzelne Krankheit zu sehen. Zumal ja auch die älteren Menschen meistens nicht nur eine Erkrankung haben. Da muss man tatsächlich ganzheitlich gucken. Und ich sage mal so, wenn wir bei dem Thema Bewegen und Ernähren waren, dann kann man sich auch die Frage stellen, warum wird denn im Alter wenig gegessen? Und ein Punkt unter vielen anderen ist sicherlich auch, dass im Alter wegen den vielen verschiedenen Erkrankungen viele Medikamente genommen werden müssen. Und ich sage mal so, wenn man morgens 10, 12, 15 Pillen schlucken muss, dann ist man ja alleine durch die Menge der Pillen schon satt. Mal ganz abgesehen davon, wenn man in die Beipackzettel verschiedener Medikamente reinguckt, steht mindestens in jedem zweiten Nebenwirkung am Magen-Darm-Trakt. Völlegefühl, Verstopfung, ja. Übelkeit. Und das führt natürlich dann wiederum dazu, dass der Patient, der so viele Medikamente nimmt, auch wiederum weniger isst. Und dann haben wir quasi einen Teufelskreis losgetreten. Ja. Wir haben jede einzelne Erkrankung nach Leitlinie völlig korrekt behandelt, haben alles richtig gemacht. Aber dadurch, dass der Patient dann 20 Tabletten nehmen muss, 10 morgens, 5 mittags und 5 abends, hat er über den ganzen Tag keinen Appetit und nimmt über die längere Zeit gesehen wieder ab. Und deshalb ist die Kunst des Geriaters dann tatsächlich auch nochmal wirklich zu priorisieren, welche Medikamente müssen unbedingt sein, mit welchen Medikamenten verhindern wir wirklich schlimme Krankheitserscheinungen. Ich sag mal so, wenn ein Patient eine Herzschwäche hat und Wasser in der Lunge ansammelt, das muss behandelt werden. Da kann man nicht sagen, oh, ein wassertreibendes Medikament ist vielleicht nicht so gut für den Patienten. Wenn dann die Lunge droht, mit Wasser vollzulaufen, kann man darauf nicht verzichten. Die Patienten, die speziellen Patienten, die Älteren, die werden ja nicht von selber kommen oder die wenigsten. Das heißt, entweder über einen Hausarzt oder sehr oft, denke ich mal, über die Angehörigen, oder? Welche Rolle spielen die? Also die Angehörigen sind vor allen Dingen dann wichtig, wenn es darum geht, dass der ältere Mensch im Rahmen unserer oder wenn sich im Rahmen unserer Behandlung zeigt, dass der ältere Mensch eben zu Hause doch noch nicht komplett alleine zurechtkommt. Dann muss man wirklich überlegen, dass man ein Netz um den Patienten strickt, in dem er zu Hause möglichst gut aufgefangen ist. Also quasi so ein Sicherheitsnetz. Da kommen die Angehörigen ins Spiel. Ich sag mal so, bei der Einweisung ist es selten so, dass die Angehörigen auch Einweisungen drängen. Meistens ist es tatsächlich so, dass entweder der Patient zum Hausarzt gegangen ist, der Hausarzt Medizin, also Krankenhausbehandlungsbedarf feststellt und bei einem älteren Patienten dann gerne auf uns zurückkommt, oder dass der Patient aufgrund eines Unfallereignisses, eines Sturz oder eines akuten Infektes gegebenenfalls in einer anderen Abteilung aufgenommen wird und man tatsächlich sieht, oh, hier kommen wir mit den paar Tagen, die uns zur Verfügung gestellt werden, nicht zurecht, sondern der Patient hat mehr Behandlungsbedarf, hat längeren Behandlungsbedarf und da kommt dann der Geriater mit ins Spiel. Wichtig sind die Angehörigen vor allen Dingen auch dann, also neben der Entlassung, vor allen Dingen auch dann, wenn die Patienten kognitiv nicht ganz intakt sind. Wir nehmen ja, also je älter die Patienten werden, umso größer ist das Risiko, dass gegebenenfalls auch eine geistige Einschränkung besteht, eine beginnende Demenz besteht. Und da ist es natürlich auch wichtig, über die Verwandten, über die Angehörigen, über Ehepartner, Kinder, versorgende Angehörige in Erfahrung zu bringen, wie ist denn überhaupt das häusliche, wie sind die häuslichen Bedingungen, wie kommt der Patient zu Hause zurecht, welche Probleme haben sich in den letzten Wochen und Monaten zu Hause ergeben. Da ist die Fremdanamnese dann von ganz entscheidender Bedeutung. Der Hausarzt, der niedergelassene Arzt, wie kann er Kontakt zu Ihnen aufnehmen? Gibt es da eine spezielle Hotline oder? Das ist ja ganz einfach. Also ich sage mal so, wenn man denkt, ein Patient hat geriatrischen Behandlungsbedarf, erreicht man uns über alle möglichen Kanäle des Krankenhauses. Also man kann tatsächlich an der Pforte anrufen und sich durchstellen lassen. Man kann im Internet auf unsere Homepage gucken. Da steht unsere E-Mail-Adresse, da steht unsere Faxnummer und da steht selbstverständlich auch unsere Telefonnummer. Unsere heißt immer die des Sekretariats der geriatrischen Abteilung. Wenn Sie im geriatrischen Sekretariat anrufen, werden Sie in 99% der Fälle Frau Leisken am Telefon haben. Frau Leisken koordiniert bei uns die Aufnahmen, weiß wann, wo, welche Betten frei werden und kann dann entsprechend einen Aufnahmetermin anbieten. In Notfällen nehmen wir natürlich jederzeit auf. Ich höre daraus kurze, unbürokratische Wege.
Definitiv. Also wie gesagt, alle Kanäle stehen offen, alle elektronischen Kanäle, das Telefon und wer keine Zeit hat, jetzt irgendwie doch noch anzurufen, der kommt einfach direkt ins Krankenhaus und wird dann entsprechend an die richtige Stelle gebracht. Wenn ich mir das so angucke, haben Sie mir die Fragen eigentlich schon alle beantwortet. Und so wie Sie es ausführen, merkt man richtig, Sie gehen richtig auf in Ihrem Beruf. Was mich eigentlich zu dieser einen Frage bringt, die mir jemand gestellt hat, die ich echt interessant fand: Warum entscheidet sich ein junger Arzt ausgerechnet für den Bereich Geriatrie? Also er meint natürlich jetzt speziell Sie. Was hat Sie dazu gebracht? Irgendwann hat man ja diesen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt entscheide ich mich für eine Fachrichtung. Was war es bei Ihnen? Es war tatsächlich so, dass ich nach meiner Facharztausbildung für Innere Medizin überlegt habe, dass es ja wirklich in diesen 6 Jahren, die ich Innere Medizin gelernt habe, ich viele ältere Patienten gesehen habe und selber den Eindruck hatte, da müsste ich noch mal ein bisschen genauer Bescheid wissen. Ich meine, ich hatte ein abgeschlossenes Medizinstudium, ich hatte eine abgeschlossene Facharztausbildung zum Internisten und habe trotzdem gemerkt, den älteren Patienten, insbesondere so ab 70, über 70, werde ich nicht ganz gerecht. Und dann kam tatsächlich der Kollege Zufall dazu. Eine Kollegin von mir hatte in eine Geriatrie gewechselt, die rief mich dann an und sagte, hör mal, wir suchen hier noch Leute. Und das war in Leverkusen. Und dann bin ich als junger Facharzt quasi in die Geriatrie gewechselt, neugierig und positiv überrascht worden. Weil man muss wirklich sagen, dieser Zeitdruck und dieser Erfolgsdruck, den man in der Inneren hat und sagen muss, man muss diese schwer kranken älteren Patienten innerhalb von wenigen Tagen zum einen gesund machen und zum anderen wieder möglichst schnell entlassen, der war da auf einmal von einem genommen. Und man sah, wie man im Team, wie man mit den anderen Disziplinen wirklich viel Gutes für die Patienten rausholen kann und wie man die so deutlich verbessern kann, wie es eigentlich in der allgemeinen Inneren immer vermisst hatte. Und da war ich relativ schnell begeistert von diesem ganzen Setting. Meine erste Idee war eigentlich, nur ein paar Monate das zu machen und dann, jetzt mittlerweile mache ich es 20 Jahre. Also die Begeisterung hat nicht aufgehört. Ne? Wenn ich das so sagen darf, man merkt das mit jedem Satz, den Sie von sich geben, dass von Ihrer Begeisterung, von Ihrem Enthusiasmus nichts eingebüßt. Ja, ich meine, es sind ja auch immer noch genügend dicke Bretter zu bohren, muss man ganz klar sagen. Es ist immer noch genügend Wissen weiterzugeben. Und auch ich kann ja für mich jetzt nicht irgendwie mir auf die Fahnen schreiben, dass ich alles wüsste. Ich lerne ja jeden Tag selber noch dazu. Und es sind immer wieder Themen, wo man denkt, Mensch, da müssen wir nochmal genauer einsteigen, da müssen wir nochmal genauer gucken, ob wir nicht nur in der Geriatrie, sondern tatsächlich in der gesamten Krankenhauslandschaft interdisziplinär für die Patienten nicht Besseres tun können. Hochkomplexes Thema. Ja. Was ich auf jeden Fall heute mitnehme, ist, was das Thema Geriatrie überhaupt für eine Weite hat, wie breit das aufgestellt ist. Also, wenn ich mir die Fragen jetzt durchgucke, haben Sie in der Tat wirklich alles schon beantwortet, ohne dass wir einzelne Fragen stellen brauchten. Dr. Backes, ich bedanke mich für das Gespräch. Es war hochinteressant. Und es wird auch nicht das letzte Gespräch sein, was wir geführt haben. Okay, das ging ja schnell. Na gut, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Hat Spaß gemacht.